Ja, wenn man zu Hause was zu tun hat, ist das meistens für den Mann das Handwerk. Dann muss er hier ein Kabel legen, dann muss er da eine Steckdose anbringen oder aber auch einen Spiegelschrank, wie ich es die Tage erst hatte. Und irgendwann ist dann bei mir Feierabend, weil ich nicht weiß, wo ich bohren muss, meine Damen und Herren. Wir von Pearl TV haben ein Gerät für Sie. Da wissen Sie genau, wo Sie bohren können, wo Sie handwerken können. Und der Handwerker an sich ist ja, steht ja neben mir. Er kann es ja sowieso, der Kai. Ja, hast du es eigentlich gelernt oder ist das autodidaktisch? Ich bin gelernter Schreiner. Also ich habe wirklich Ich bin gelernter Schreiner. Ich habe also eine richtige Handwerksausbildung hinter mir. Das ist aber lang her. Also könntest du mir theoretisch auch ein paar Möbelchen bauen? Ja, könnte ich machen. Ja, ich brauche nämlich zwei Konsölchen für mein Gästezimmer. Wäre kein Thema. Also wenn ich irgendwo eine Werkstatt zur Verfügung hätte, darfst du auch bei mir umsonst schlafen. Ach, das ist schön. Im Konsölchen dann, oder? Super. Nein, aber abgesehen davon, das ist ein tolles Gerät, was wir hier haben. Es kostet ein kleines Geld und es kann ja noch mehr als nur, ich kenne das nur von Stromleitungen, die man sucht an der Wand, damit man bohren kann. Ne? Genau. Also wir haben hier eigentlich einen 3-in-1 Detektor, liebe Zuschauer. Und zwar können wir jetzt nicht nur, wie Walter gerade eben gesagt hat, auch den Strom suchen, sondern wir haben eben auch noch die Möglichkeit, dass uns eben in der Wand zum Beispiel auch Alu-Träger erkennt oder eben auch Holzbalken erkennt. Und alles das sind diese Dinge, die normalerweise, wenn Sie selber schon mal einen Altbau saniert haben oder Sie sind gerade dabei, und früher wurden ja Elektroleitungen so, wie man sie gerade brauchte, gelegt. Es gibt ja heute seit den 50er Jahren gibt's eine spezielle VDE-Norm, wo man einfach sagt, die Stromleitungen müssen ja alle horizontal und vertikal laufen. Aber früher wusste man nie, ob die das jetzt diagonal gemacht haben. Früher hat der Elektriker dann teilweise auch gedacht, naja, wenn die Leitung jetzt zu kurz ist, dann lege ich sie quer auf, dass sie ist drin. Und das wurde früher ein bisschen lockerer umgegangen. Und dafür ist es ganz wichtig, gerade wenn Sie eben, wie Walter das jetzt gerade angesprochen hat, irgendwas in die Wand dübeln wollen. Sie wissen nicht, was dahinter ist. Ältere Häuser, Altbau, Fachwerkhäuser, alles, was es da gibt, ist das natürlich. Wann ist denn ein Haus ein Altbau? Ja, das kommt drauf an. Also wenn das jetzt in 50 Jahren wäre, dann wäre ein Haus, was 1970 gebaut worden ist, auch schon ein Altbau. Ja, eben, man sagt normalerweise so Jahrhundertwende, 1910, 1920, das ist Altbau, weil da eben noch die klassischen alten Deckenhöhen mit 3,80 Meter, 4 Meter drin waren. Also unser Haus, was ja noch nicht bezahlt ist, das muss ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, ist 12 Jahre alt. Ja. Ist das noch frisch? Ist das noch neu? Das ist ein Jungbau. Ein Jungbau? Das ist ein Jungbau, das ist noch kein Altbau. Aha. Ja? Aha. Weil der ist, also man sagt ja so, Altbau ist ja dann irgendwann auch mal so ein bisschen verwohnt, wenn die Dielen dann so ausgetreten sind. Ja. Sowas. Also man kann ungefähr sagen, was alles, was so ab 80 Jahren aufwärts älter wird, ist dann richtig Altbau. Dann gehen wir mal ins Eingemachte, dieses Gerät, meine Damen und Herren. Ich habe erst gedacht, das ist der neue Rasierer, den ich jetzt brauche. Und du hast gesagt, das ist ein altes Handy. Ne? Genau. Ja. Ja? Ist aber nicht so, denn das Gerät hat es in sich. Ich kenne das ja mittlerweile von Elektrikern, die kommen. Und ich hab mich nie getraut zu fragen, ne? Wenn der was zu bohren hatte, ist der mit seinem Gerät an die Wand und hat es Piep gemacht. Und genau. Dann, ja gut, dann macht es halt Piep. Ne? Ja. Aber das hatte ja seinen Sinn, denn der wollte nicht auf Stromkabel genau so ist bohren. Es, ja. Und man hat heute zum Beispiel auch, liebe Zuschauer, dafür haben wir eben jetzt auch den Holz- und den Stahldetektor mit drin, also den Metalldetektor. Mhm. Wenn Sie einen Altbau haben, Sie möchten zum Beispiel heute einen Durchbruch machen und Sie wissen nicht, ob irgendwo ein tragender Balken drin ist, dann können Sie natürlich hiermit nachkontrollieren, wenn Sie sagen, habe ich irgendwo einen Stahlträger drin, den ich nicht ansägen darf, oder habe ich eben, wie in alten Fachwerkhäusern oder alten Holzhäusern, wirklich einen Balken, den ich leben lassen soll oder ob ich den rausschneiden kann. Also jetzt hat das Gerät ja hier ein Display. So ist es. Und ich würde sagen, wir bringen es mal einfach in Bewegung. Genau. Wozu muss ich denn wissen, ob in der Wand irgendwo Alu eingebaut ist? Das ist zum Beispiel gesetzt den Fall, wenn jetzt so eine Alu-Traverse drin ist, die auch eine tragende Funktion hat. Ah. Zum Beispiel jetzt diese Rigipsunterkonstruktionen heutzutage sind auch alle aus Metall, diese Ständerbauwände. Mhm. Und wenn ich da eben jetzt die tragenden Teile oder auch die Quertraversen nicht unbedingt erwischen will, ist das auch mal ganz gut zu wissen, dass Metall ist. Und das Tolle ist eben bei diesem Gerät, dass wir eben alles in einem haben. Okay, dann mach's mal, wo geht das an? Also wir haben von Ihnen aus gesehen, liebe Zuschauer, auf der linken Seite haben wir unseren Powerknopf. Hier ist er. Also hier. Genau. Power und Funktion. Mhm. Und der sagt ganz klipp und klar, wenn ich einmal drauf drücke, geht der an. Und dann sehen Sie im Display, erscheint es auch sofort. Und der ist jetzt, wie man hier rechts sehen kann, hat auch sofort gesagt, hallo, hier bin ich. Ja. Auf der rechten Seite habe ich jetzt hier unten das Symbol für Metall. Und jetzt habe ich den Detektor sozusagen. Also ist egal, was das für Metall ist. Es ist egal. Also er macht Metall. Und wir haben jetzt hier mal so eine kleine Aluschiene. Und wenn ich jetzt sage, das wäre zum Beispiel jetzt unter der Wand verdeckt, gehe ich also mit unserem Kollegen hier drauf. Hey! Und schon merkt er also auch, wie ich komme. Und ich zeige Ihnen das auch mal jetzt in der Kamera, liebe Zuschauer. Je näher Sie drankommen, desto mehr schlägt der nämlich nach vorne aus. Jetzt schon, sehen Sie das?
Aha, so, wenn er zack, oben ist, macht er Piep. Ganz genau. So, ich komme wieder näher dran und piep dann. Und Sie haben auch oben auf dem Gerät drauf noch die Möglichkeit, dass Sie sozusagen dann entweder mit einem Bleistift oder einem Kugelschreiber oder einem Stift genau die Mitte, oder wie gesagt, einfach den Stahlträger markieren können. Ah, verstehe. Ja? Ja. Insofern ist das wirklich gut, weil ich eben klipp und klar sagen kann, ah, Moment, da habe ich gerade gemessen, da ist was drunter, mache mir eine Info an die Wand und habe das gleich und kann nachher eben auch mal eine Linie ziehen, dass ich weiß, wo geht dieser Träger lang. Mhm. Also insofern ist das wirklich ein super Gerät. Also Metall, ist schon mal klar. Genau, dann müssen wir nochmal aufs Display gehen, das müssen wir mal zeigen. Dann drücken wir jetzt auf den Knopf, auf den Funktionsknopf einmal weiter und dann sehen Sie unten auf der Leiste. Ist das da, wo der Powerknopf ist oder die andere Seite? Genau, wo der Powerknopf ist. Aha. Und jetzt sehen Sie, jetzt ist es eins weitergesprungen, zeigt uns oben auch den Blitz. Und das ist jetzt eben, da ist es sehr sensibel, weil normalerweise sind ja Leitungen teilweise 6 bis 7 Zentimeter unter Putz. Mhm. Das heißt, da muss er sehr feinfühlig reagieren. Und da sehen Sie dann das erste Mal, ob Ihr Putz in Ordnung ist oder ob man da gespart hat. Eigentlich fängt das schon an mit dem kleinen Nagel, wenn du den Kalender an die Wand hängen willst. Genau. Ne? Und du kommst mit dem Nagel nicht weiter und der oing, dreht sich dann. Ja? Dann könnte ich mich schwarz ärgern. Mhm. Ich weiß aber dann auch, dass da viel zu wenig Putz drauf ist. Ne? Genau, so ist es. Gibt es auch Vorschriften heute? Ja, klar. Von den dicken her, es kommt auch an, es gibt ja heute, Trend geht ganz extrem zu Lehmputzen heute zurück, weil das Putze sind die Atmen. Es gibt also auch wie oft, Fachwerk? Genau. Mhm. Es gibt aber eben auch normale Verordnungen für die ganzen Rauputze, die alle draufkommen, Glattputze. Und da ist normalerweise eigentlich die Dicke sollte schon einen Zentimeter haben vom Putz. Wenn ich jetzt einen 5er Dübel habe und ich habe 7 Zentimeter Lehmschicht, bleibt der denn, bleibt das fest? Oder ja, normalerweise schon. Also wenn Lehm heute, wenn Lehmputz gut ausgetrocknet ist, dann hält er das. Ja. Ich sollte mich jetzt nicht selber dranhängen. Ja, ist schon klar. Also so bis 5, 6, 8 Kilo ist es überhaupt kein Problem, halten die heute, weil die Dübel sich eben auch sehr weit aufspreizen und die Kraft verteilen. Also insofern macht das kein Problem. Okay, Putz ist erledigt. Jetzt gehen wir mal auf Strom und da werden Sie sehen, reagiert er sehr schnell. Wir haben hier eine Leitung. Schon an, schauen Sie zu mal. Piepen. Ja. Wir haben hier einfach mal ein Stromkabel genommen. Mhm. Und auch da ist es so, er erkennt sofort, die Leitung ist da, führt Strom. Und auch dann können Sie es eben wieder markieren und haben den Riesenvorteil, dass Sie nachher eben keine Stromleitung anbohren oder durchschneiden, je nachdem, oder durchsägen, was Sie machen wollen. Das kann ganz schnell passieren, meine Damen und Herren, dass so eine Stromleitung angebohrt wird. Und dann haben Sie nämlich wirklich ein Theater. Muss das dann aufgestemmt werden, die Wand? Echt? Ja? Muss komplett. Also normalerweise muss das Loch dann eröffnet werden, das heißt Putz abschlagen. Dann muss ich gucken, wie sehr habe ich das Kabel verletzt. Das sind ja drei Ader, genau, einmal plus minus, einmal Masse, also die Erde. Und dann ist es normalerweise so, dass entweder, wenn man es einfach reparieren kann, so das machen so ein paar Elektriker, dass man einfach eine Lüsterklemme hinmacht, das ist aber auch böse. Normalerweise ist alles, was unter Putz ist, muss wirklich repariert werden. Ein neues Stück einsetzen. Also liebe Zuschauer, überlegen Sie mal, das kostet dann auch richtig. Deswegen haben Sie hier die Möglichkeit, wenn Sie zu Hause was bohren oder renovieren wollen, für den kleinen Preis haben Sie auf jeden Fall die Sicherheit, dass eben die Kabel in der Wand auch heile bleiben. Aber da ist ja dieses Gerät Gold wert. Das ist ja richtig klasse. Ja. Ein Wahnsinn. Also, was das Handwerker muss, spart. Ja, das muss man einfach haben. Und das ist billig. Es kostet nicht viel. Und ich kann keinen Fehler mehr machen. Stimmt. Selbst wenn ich ein nicht allzu guter Handwerker. Ich habe mir das auch alles erst beigebracht. Ne? Aber ich bin jetzt nicht der Fachmann. Das muss ich einfach sagen dazu. Ja. Aber so ein Gerät hilft einem natürlich richtig weiter. Jeder Hobbyhandwerker, ich muss auch sagen, für das Geld kann es auch jeder Profi sich kaufen, sollte das eigentlich bei sich im Werkzeugkoffer haben. Und zwar ist das eigentlich für jeden Bereich. Ob das jetzt ein Maler, ein Maurer, sonst irgendwas ist. Damit ich immer mal weiß, wo ist es denn? Trockenbauer zum Beispiel, ganz wichtig. Die Leute wissen wollen, wo setze ich zum Beispiel eine neue Rigipswand an, wo ich dann dementsprechend ja schon Alu-Konstruktion unten drunter habe. Mhm. Aber eben, wie gesagt, auch für den ganz normalen Heimwerker, der zu Hause eben so wie du einen Spiegelschrank aufhängen will und eben in der Wand nicht weiß, wo darf ich bohren, ist da Strom, ist da kein Strom. So, wir haben jetzt gesagt, Metall kann er erkennen, er kann natürlich Stromleitungen erkennen, er kann aber auch Holz erkennen. So ist es. Und jetzt gehen wir einfach nochmal auf das Display vorne drauf, liebe Zuschauer. Und dann drücke ich nochmal auf meiner Power-Taste eins weiter und dann sehen Sie, springt der uns jetzt urplötzlich und der piepst schon, weil ich habe das Gerät nämlich schon auf Holz draufstehen. Und jetzt zeigt er Ihnen hier unten im Display an, hier haben wir das Symbol für Holz. Mhm. Und auch da haben wir jetzt mal schön was vorbereitet. Das heißt, wir haben hier einen schönen Holzbalken auf dem Tisch liegen und er fängt jetzt schon an zu reagieren. Und jetzt bin ich drauf und Sie sehen, liebe Zuschauer, er erkennt's. Jetzt müssen wir aber auch erklären, warum Holz? Wieso muss ich Holz finden, damit da nicht schief gehen kann? Was steckt dahinter? Also, es steckt Folgendes dahinter. Es gibt ja heute immer mehr den Trend zur Altbausanierung. Mhm. Das heißt, ich habe Fachwerkhäuser, ich habe auch alte Holzkonstruktionshäuser, wo ich zum Beispiel jetzt ein größeres Fenster einbauen will. Weil es gibt ja heute andere Fensternormen, andere Fenstergrößen. Man will ja viel Licht reinbekommen in den Raum. Und da ist es ganz wichtig, dass wenn ich tragende Teile habe, tragende Balken habe, die normalerweise verkoffert sind, wie man das sagt, also verkleidet sind, auch mit Putz gibt es auch, dann kann ich natürlich gucken, wo erwische ich den Träger oder erwische ich ihn nicht. Dann kann ich nämlich wirklich mal genau abmessen, schaffe ich das statisch nicht. Und insofern ist das auch klasse, dass ich eben auch Holz messen kann. Also bei Fachwerk zum Beispiel ganz wichtig. Ganz genau, bei Fachwerken. Man hat ja dann diese kleinen
einsetzt, so wie das früher war, diese Kassetten, die zwischen verputzt wurden. Ja. Da gibt es aber auch heutzutage im Laufe der Renovierung der letzten 20, 30, 40 Jahre, gab es natürlich dann irgendwann Leute, die auch gesagt haben, wir ziehen da völlig über die ganze Wand einen Putz drüber. Mhm. So, dann kommt der Nächste und sagt, kauf das Haus, oh, da möchte ich jetzt gerne aber wirklich schöne Tür drin haben, mhm, und denkt, das ist einfach eine verputzte Mauer und geht da mit einer ganz normalen Flex dran und fängt an, das irgendwie schön auszuschneiden, den, mhm, Türausschnitt. Und irgendwann, mhm, sagt das Fachwerk, und der Hauskauf war für umsonst, ja, sozusagen. Ja. Weil gerade da ist es eben bei Fachwerk oder alten Holzkonstruktionen ist es wichtig, dass ich mir die Statik nicht kaputt mache. Wo, ja, wer weiß, ob es sogar denkmalgeschützt ist, dann hast du richtig kommt noch ein Problem. Dazu, genau. Das ist dann, ja gut, das ist natürlich dann wieder eine baubehördliche Thematik, die dann auch erstmal geklärt werden muss. Aber ja, es ist ja tatsächlich so, Beispiel auch, es gibt ja heute diese ausgebauten Dachgauben, die zum Beispiel jetzt mit Rigips auch verkleidet sind, wo man, ja, nicht mit den Alu-Unsterkonstruktionen arbeitet, sondern mit diesen klassischen Fichtelatten. Ja? Mhm. Das sind ja diese 35 auf 22 Millimeter. Wenn man da jetzt zum Beispiel mal einen Ausschnitt ins Dach für ein Dachfenster reinmachen will, sollte man schon wissen, weil die Rigipsplatten haben ja einen Stoß, das heißt also, ich habe einen genauen Abständen letztendlich meine Holz Klötze, also meine Latten auch unten drunter. Mhm. Und da wäre es dann schon schön zu wissen, wo ich mein Fenster einsetzen kann, weil sonst kann es auch sein, dass irgendwann die ganze Rigips-Konstruktion anfängt, nach innen zu hängen. Mhm. All diese Einsatzbereiche können Sie wirklich mit diesem Gerät absichern. Das heißt, wie gesagt, nochmal, Metall, Holz und eben auch Strom. Und insofern, also das wusste ich nicht. Ich wusste das mit Strom, aber ja, dass es auch Geräte gibt, die Metall können und auch Holz, das wusste ich nicht. Das hat auch lange gedauert, bis man das technisch darstellen konnte. Wir zeigen Ihnen mal kurz, wie das praktisch funktioniert. Da, genau, haben wir einen kleinen Film vorbereitet, ja, um einfach mal wirklich zu sehen, wie ist die Anwendung. Jetzt das haben wir zum Beispiel bei uns, meine Damen und Herren, im Bürotrakt. Und da wollten wir, genau, doch einfach mal wissen, was ist da los? Und jetzt sieht man, das hat der Stefan gemacht, und jetzt sieht man zum Beispiel, dass er genau merkt, ach, das ist jetzt eine normale Rigipswand und da ist jetzt eben ein Stahltürrahmen und sofort reagierte. Das, mhm, heißt also, Metall ist wirklich absolut einfach. Aha. Stromleitung, der Klassiker jetzt, den, ja, wir ja schon kennen. Der Klassiker. Ja. Und auch da sieht man es sehr schön. Ich komme jetzt knapp unter die Leitung. Bei uns ist es natürlich so, heutzutage, die Leitung ist eine Fallleitung, die also wirklich senkrecht steht, ja, sozusagen in der Wand. Und das ist eben für Leute, die im Altbau sind, wo wirklich früher kreuz und quer die Leitung gelegt worden sind, um, ja, wirklich zu wissen, wo bohre ich was an und nicht. Jetzt guck, da ist sogar Holz verarbeitet. Und da ist jetzt eben in der Unterkonstruktion ist Holz mit drin. Jetzt haben wir es eingestellt und jetzt kommt er langsam, aber sicher, ja, kommt er zum Holz. Und jetzt sieht man, da, ja, hat er jetzt genau den Träger unter. Wir haben hier Rigips. Also da ist jetzt ein Holzträger da drunter. Da ist jetzt ein Querträger unten. Ich habe gedacht, die arbeiten nur noch mit Stahl und sowas. Das kommt drauf an, wenn es schneller gehen soll, kann es auch mal sein, dass man ganz normale Holzbalken nimmt, ja, je nachdem, was gerade da ist. Also, ja, weil, man muss dazu sagen, die Unterkonstruktion, also diese Aluminiumprofile, es gibt ja sogenannte CLU-Profile beim Rigips, die kosten Geld. Ja, und, mhm, es gibt viele Leute, die das eigentlich dann auch aus Holz machen. Wenn die zum Beispiel günstig jetzt in einem Baumarkt irgendwo günstig jetzt die Balken bekommen haben, kann man das natürlich auch machen. Ja. Mhm. Die klassische Variante. Wie heißt die CDU-Profile? C- und U-Profile. Ach so. Die sehen auch wirklich so aus. Also C-Profile sind die, ja, die Profile, die ich sozusagen horizontal stelle, mhm, vertikal stelle. Und die U-Profile sind die, die sozusagen in Boden und Decke gedübelt werden, damit die C-Profile da innen drin halten. Ja. Und dann kommt eben der Rigips drauf. Ja. Ja. Das Gerät passt in jede Werkzeugtasche. So, außerdem hat es hinten noch Kletten. Ne? Genau. Sollte ich jetzt mal an einer Arbeitshose werden ja heute auch technisch immer besser. Ja. Und die haben meistens dann auch außen so Klettbereiche dabei, wo ich Werkzeug mal schnell dran kletten kann, damit, ja, ich es sozusagen immer am Mann habe. Ist, ja, auch sehr gut. Insofern haben wir da die beiden Kletts mit drauf. Genau. Das heißt, es zeigt mal wieder, es wird ein Stückchen weitergedacht. Ja, ich finde das toll. Und das, ja, für dieses kleine Geld. Also da muss man, das gehört einfach in den Werkzeugkasten mit dazu. Das ist ein Muss. Das ist die Grundausstattung in jedem, ja, Werkzeugkasten. Ich, ja, sage es Ihnen, für das Geld, alle drei Varianten eben in einem Gerät. Passt auch wunderbar bei Walter in die Westentasche. Weg, weg ist was es. Was für eine Westentasche? Und insofern ist es wirklich ein tolles Gerät, weil es Ihnen eine ganze Menge Kosten spart. Ja. Muss man wirklich so sagen. Ich finde es klasse. Sie werden es klasse finden. Und jeder muss einfach einsehen, in Deutschland und Europa, man braucht so ein Gerät. Und das für den kleinen Preis, da bitte ich Sie jetzt schon, jetzt schnüffeln Sie mal, wer das günstiger hat. Wir sind die günstigsten. Und jetzt warten wir auf Ihren Anruf. Ganz einfach bestellen bei Pearl TV. Super günstige Preise und beste Qualität. Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Träume werden wahr mit Pearl TV. Der Shoppingsender Ihres Vertrauens.